Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte herzlich begrüßen zur heutigen Vorlesung Einführung in kognitive Systeme. Das Thema, das heute präsentiert und diskutiert werden soll, ist also die Frage nochmal Wissensrepräsentation und Planung. Wissensrepräsentation hatten wir ja behandelt. Das ist die Frage, wie kann die Umwelt datentechnisch präsentiert werden, welche Gegenstände, welche Eigenschaften, welche Relationen sind von Bedeutung, irgendwelche zeitliche Abläufe. Dann aber die Frage, welche Schlüsse kann man ziehen und kann man damit planen? Also planen kann man ja eine ganze Menge. Sie können Ihren Urlaubsplan machen, Ihren Semesterplan. Sie können, wenn Sie was herstellen wollen, planen, das Gerät, das Sie entwickeln, wie das erstellt wird, oder wenn Sie was Dreidimensionales herstellen wollen. Das heißt also, Wissen und Planung ist sehr eng miteinander verbunden, insbesondere wenn wir jetzt über maschinelle Systeme sprechen, die wir behandeln. Im Referenzbild ist es der Block hier unten. Die Wahrnehmung, also Klassifikation, Bestimmung der Attribute, der Relationen, der Veränderung der Eigenschaften der Objekte. Und hierzu haben wir in der letzten Stunde schon ein Planungssystem betrachtet. TRIPS als klassische algorithmische Planung, bei der zunächst mal eine endliche Welt mit endlichen Zuständen, mit bekannten Zuständen vorausgesetzt wird. Das heißt also, bei TRIPS Urzustand geht man davon aus, dass also alle Gegenstände, alle Attribute besetzt sind mit Werten. Man kennt eigentlich alle Sachverhalte und dann Stadt und Ziel ist bekannt. Und dann ist die Frage, wie kann man eine Handlungsfolge entsprechend zusammenstellen. Manche Leute behaupten, TRIPS arbeitet wie wie das Menschen machen, also das ist mit Sicherheit nicht richtig, die Planung, weil bei den Menschen generative Planungswissen vorliegt. Wir können also sehr schnell Sachverhalte, die wir kennen, auf einen anderen Sachverhalt übertragen, modifizieren, anpassen und eventuell sogar ganz neue Dinge machen, die möglich sind. Und dann gibt es also hier diese Beschreibungssprache, ist eine Erweiterung von TRIPS, und dann gibt es also viele Dialekte, ABA-TRIPS, TRIPS-Stern, die in verschiedenen Variationen bekannt sind. Gut, planen heißt also, eine zeitliche Sequenz von Handlungen zusammenzustellen, Zustandsbeschreibungen von dem Anfangszustand zum Zielzustand. Also wie kann ich das Ziel erreichen? Stellen Sie vor, Sie wollen Fußball spielen, dann ist das Ziel, ein Tor zu schießen. Der Ball muss ins Tor und dann kann man Pläne machen. Allerdings müssen die unterwegs dann immer angepasst werden, weil nicht vorhergesehene Ereignisse passieren. Also Ziel muss bekannt sein, Ausgangszustand und dann was ist die geeignete Aktion, um das Ziel zu erreichen. Es gibt dann verschiedene Ansätze, dass man sagt, ich definiere einen Satz von Regeln, einen Satz von Bedingungen. Die Bedingungen werden dann abgeprüft, wie wir es in der letzten Stunde mit Ausflug in die Logik behandelt hatten. Dass man sagt, welche Sachverhalte treffen zu, welche treffen nicht zu. Und dann kann man einen Regelsatz formulieren und die Aktion auswählen, die eben am besten geeignet ist, um an das Ziel zu kommen. Ja, Geschichte ist das erste autonome Robotersystem, ist in Stanford entstanden. Das war eine mobile Plattform mit rundum Kamera, mit Laser, mit Ultraschall. Und die zweite Version hatte dann auch schon einen kleinen Arm. Und Shaky 1 und Shaky 2 wurden die Systeme genannt, weil es so gewackelt hat, das System. Und das wurde eben in bekannter Umgebung mit Räumen, mit Türen, mit Hindernissen, mit Objekten, die modelliert wurden, eingesetzt und eine Planungssprache
Einschränkung ist also diese hier, dass man sagt, es ist alles bekannt. Das reale Leben ist halt anders, da ist nicht alles bekannt. Und man muss mit Unsicherheiten und Wahrscheinlichkeiten arbeiten, um zu sagen, was bringt mich mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Stück näher an das Ziel, was ist am vielversprechendsten. Und da sind dann eben statistische Methoden, die mitverwendet werden können. Also bei neueren Versionen, bei Strips, dieses A-Strips, das schon beinhaltet. Auch hier sind Konventionen, was beschreibt die Sprache, wie sind die Vereinbarungen, die Notationen. Beispielsweise sagt man hier Zustände, wie können die beschrieben werden? Es sind positive Zustände, also keine Negationen, sondern eben positive Aussage, zutreffende Aussage. Das sind literale erster Ordnung. Also hier sind Objekte, T1 repräsentiert ein Objekt, U1 repräsentiert ein Objekt und dann ist noch eine Relation zwischen T1 und U1 beschrieben, sind also positiv belegt. Und dann gibt es eben die Vereinbarung, dass hier keine Variable stehen, also zum Beispiel die Variable X steht immer für ein bestimmtes Objekt, also das ist nicht zulässig. Und genauso auch hier bei Relationen, wenn wir sagen Objekt A, Objekt B, es sind also auch keine Variablen oder gar negierte Ausdrücke. Auch hier nochmal, Sie können diese Dinge besetzen, aber nur, wenn der Zustand der Welt bekannt ist. Muss man dann also Planungsverfahren. Was haben wir noch an Dingen? Negationen für Zustände und Vorbedingungen sind nicht zulässig. Das ist eine Vereinbarung. Wenn man hier ein Objekt B oder eine Relation B hat, dann muss das vorkommen, muss bekannt sein und oder Mehrheit, dann muss die Referenz möglich sein. Negationen von Nachbedingungen sind nicht zulässig. Also wenn sich ein Zustand ändert und die Nachbedingung hat sich verändert, dann wird die Bedingung dann, die sich durch die Handlung sozusagen aufgehoben hat, der Zustand, der sich verändert hat, wird entfernt. Das ist also hier die Negation von dem Zustand C, der hier. Dann die Ziele, das sind Zustandsbeschreibungen. Wie sieht die Welt aus nach der Ausführung des Plans? Wie sieht sie vorher aus? Das sind Zustandsbeschreibungen, Relationen, die in Strips vereinbart wird. Gut, und dann kann man natürlich sagen, wann ist ein Zustand S, wann ist das Ziel erfüllt oder die Zustände, die wir anstreben, wenn eben alle Literale, die das beschreiben, dann tatsächlich erfüllt sind und ausgeführt. So ist eigentlich die Suche, dass man sagt, Aktion 1, Aktion 2, dann braucht man noch eine Metrik, um zu sagen, sind Zwischenzustände erreicht, ist man dem Ziel näher gekommen und dann. Das sind jetzt aber diskrete Handlungen. Wir kommen nachher noch auf Planungsverfahren von Trajektorien, also kontinuierlichen Zustandsänderungen, bei der andere Aspekte, vor allem die Geometrie, dann mitkommt. Das sind also diskrete Zustände, die bei Strips verwendet werden, deswegen halt auch endlicher Zustandsraum als Einschränkung, die hier mit verwendet werden. Okay, da brauchen Sie einen Namen für die Handlung, die Sie aufhaben. Also, dass man sagt, Objekt soll positioniert werden, Flüssigkeit soll aus dem Behälter entfernt werden, es soll dann gemischt werden, neue Substanzen erzeugt werden. Parameter zur Beschreibung, dass wir sagen, wo, auf was trifft jetzt diese Aktion zu. Dann ist sehr wichtig die Vorbedingung, dass die erfüllt ist, das Objekt muss erreichbar sein, es muss ein stabiler Zustand, einen stabilen Zustand repräsentieren. Bedingungen sind also abzuprüfen und dann das Resultat. Also was ändert sich bei Ausführung der Aktion? Ein Objekt von A nach B bewegen, dann ist eben der Ort verändert oder wenn man Objekte stapelt, dann immer ein Objekt unten, ein Objekt oben. Dann kann man noch beliebige Dinge wie Abstand, Wirrungen, Aggregatzustände mit
erwähnt. Das wären also Beispiele hier, die jetzt verwendet werden, um diese Dinge zu beschreiben. Was soll gemacht werden? Welche Objekte sind beteiligt? Was sind die Bedingungen? Wo sind die Objekte? Und dann kann geprüft werden, ist das erreichbar, ausführbar? Gibt es eine Aktion, die man hier anwenden kann? Dann leiten Sie sich. Also reine Literale werden abgeprüft und dann eben auf ihren Wahrheitsgehalt entsprechend dann ausgewählt. Und dann gibt es natürlich auch solche Schreibweisen, dass Ihnen aus Programmierung bekannt ist, dass man also sagt, hier, wir haben Aktion, Vorbedingung, Effekt. Hier sind die Objekte, in der vorgegebenen Syntax vorgegeben. Und dann haben wir noch logische Verknüpfungen zu den einzelnen Zuständen. Das heißt also, Objekt 1 in einem bestimmten Bezeichner, Objekt 2, wo ist das, welche Relation? Das sind dann eben entsprechende Konjunktionen, also Verkettungen, die dann erfüllt werden müssen. Gut, dann Effekte. Das ist dann auch, wie gesagt, bei negativen Zustandsänderungen sind das also die negativen Literale, hier die positiven Literale, die dann in der Hand habt. Was gibt es noch? Anwendbarkeit. Das heißt also, wenn alle Bedingungen oder Belegungen erfüllt sind, wir prüfen das alles ab, trifft das zu und dann, eben das Ergebnis, eine Aktion, die auf eine Belegung M angewandt wird, verändert ja den Zustand und dann kann das Ergebnis, das zu erwartende Ergebnis überprüft werden. Wenn Sie wollen, können Sie das sensorisch dann noch überprüfen, ob das tatsächlich hat. Gut, das wäre eine Vereinbarung. Dann haben wir Funktionen, die Grammatik ist begrenzt. Das heißt, wir haben hier eigentlich aussagenlogische Konjunktionen, die überprüft werden müssen. Und dann kann man, wie gesagt, die Lösbarkeit, also die Resolution des Ausdrucks überprüfen. Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, können Sie das machen. Und die entsprechende Aktion ausführen. Nochmals, das ist die Einschränkung. Die Planung ist relativ simpel. Die Anwendungen sind teilweise Montageoperationen, Transportaufgaben, also von bringe die Flasche Bier aus dem Kühlschrank in das Zimmer so und so. Das sind dann Zustände. Also wo ist der Kühlschrank? Ist die Tür offen? Ist sie geschlossen? Kann man die Bierflasche erreichen? Dann wird das eben abgeprüft und eine entsprechende Reihenfolge zwischen Zustände gilt. Ja, die Beschreibungssprache, Action Description Language, das geht dann also schon in eine stärkere Parametrisierung, dass man, sagen wir mal, die Semantik erweitert, um dann hier doch Unsicherheiten oder neue Zustände handhaben zu können. Das heißt also, wir haben eine offene Welt. Wir haben dann also Ausdrücke, bei denen aktuelle Sensormessungen notwendig sind. Dann, wie gesagt, auch Fehler, mögliche Abweichungen, die zu berücksichtigen sind. Das wäre also eine Möglichkeit bei AD11. Dann sind negative Literale erlaubt. Disjunktionen, auch eine gewisse Erweiterung. Und dann, wie gesagt, eben Effekte, dass man hier entsprechende Verknüpfungen mit zur Beschreibung der Effekte verwendet. Es können neue hinzugefügt werden, es kann ein Delete, Löschoperation, das Aufheben einer Operation entsprechend verwendet werden. Was haben wir noch? Das ist auch eine Vereinbarung für die Prädikate. Und dann sind diese Relationen nicht vorgesehen, sondern man arbeitet mit Prädikaten. Ja, dann Schreibweise, die wir jetzt haben, also die Aktion, es soll was gemacht werden, die Objekte sind beschrieben, die Objekte sind als manipulierbar charakterisiert. Die Vorbedingungen sind in der Art vorgegeben, ist eigentlich eine recht übersichtliche Beschreibungssprache, die wir verwenden können.
Gut, und dann haben wir eben hier nicht mehr den konkreten Bezeichner, sondern können dann auch entsprechende Variable einsetzen. Benchmark jetzt zur Evaluation sind oft so Aktionen der Turm von Hanoi. Man hat halt bestimmte Objekte, die sollen dann also gestapelt werden, der Größe nach, die nur bestimmte Ablage, Zwischenablageplätze, und dann kann man eigentlich den Planer anwerfen. Es ist immer interessant, wie schnell das geht, wie die Komplexität ist, wie die Suche ist, und kann das enden. Ja, die Welt besteht aus Tisch und aus Objekten A bis E. Die Relationen sind bekannt, die sind auf dem Tisch, es sind Quader, und die sind so gebaut, dass man sie stapeln kann. Das ist nicht immer der Fall. Manchmal ist das elastisch, manchmal sind es Flüssigkeiten, über die es geht, oder eben nicht geometrische Objekte. Und jetzt geht es also darum, auch wieder geeignete Reihenfolge zu finden, die dann Zielzustand beschreibt. Also gut zu erlernen, eigentlich einfach zu programmieren. Was es hier noch nicht gibt, das sind Makrooperatoren. Sie müssen also jeden Planungsschritt wiederholen und auflösen. Hier gibt es auch eine Erweiterung von Strips, dass dann das einfache Operatoren angewandt auf ein Objekt plus Aktion und Effekt eben auf eine ganze Handlungskette gewendet werden können. Also Operatoren, Makrooperatoren, und dann haben wir hier die entsprechenden Schreibweisen, die Sie bereits kennen. Das ist die Frage, wie sieht denn die Suche nach Lösungen aus? Man kann natürlich alle Regeln, alle Relationen abfragen. Das ist schwierig. Es gibt viele Algorithmen zur Auswertung. Der bekannteste ist jetzt die A-Stern-Suche. Es gibt dann noch B-Stern, C-Stern-Suchen, die zu anderen Zwecken entwickelt wurden. Und hier geht es jetzt darum, die Handlungskette als Graph zu erstellen, also einen Planungsgraph zu finden. Und aus dem Planungsgraph dann die beste Reihenfolge zu bestimmen. Das heißt also, Sie können einen Baum aufbauen, da sind alle Zielzustände und Zwischenzustände drin. Der Baum wird immer abgesucht, welche Bedingungen sind erfüllt, welche Aktion kann ausgeführt werden. Und dann, okay, also auch hier wiederum Stadtzustand und dann einen entsprechenden Zielzustand. Das sind dann Zwischenzustände, die man hier braucht. Jetzt der Turm von Hanoi, der Anfangszustand. Dann haben Sie eben die gewünschte Ordnung zwischen den Objekten. Und jetzt ist die Frage, welche der möglichen Aktionen wird ausgesucht, um an das Ziel zu kommen? Also bei dem Turmstapeln braucht man halt eine gute Strategie, was die Zwischenzustände betrifft, und kann dann den Suchaufwand entsprechend durchführen. A-Stern wird übrigens auch verwendet bei Routenplanern, bei Automobilen. Die Suchalgorithmen sind hier optimiert, aber sehr ähnlich. Gut, dann ist natürlich die Frage, fängt man von vorne an oder rechne ich rückwärts vom Zielzustand? Also zwei Möglichkeiten, oder man kann zufällig mitten auf der Strecke anfangen und sucht dann also lokal und setzt das zusammen. Das sind entsprechende Strategien, die man verwendet. Okay, also man generiert einen Baum, in dem alle erreichbaren Zustände enthalten sind. Der kann sehr schnell explodieren, der Baum, vor allem wenn man Zwischenzustände dann noch mit dazu nimmt. Und das wird dann eben so lange gemacht, bis man den Zielzustand erreicht. Es gibt dann so Vorstufen zum A-Stern, die für geometrische Strukturen, wo Sie eigentlich nur rechts, links, geradeaus fahren können. Der Manhattan-Algorithmus heißt halt, weil der Grundriss Blockhäusern verwendet wurde. Manhattan ist verwendet worden, um Routenplanung zu machen. Das aber beruht auf dem A-Stern. Okay, dann heißt also, Sie suchen, was ist der nächste Nachbar, was ist der Nachfolger im Zustandsraum? Müssen alle möglichen abprüfen, dann prüfen sie alle
Zustände ab, ob die auch, wie heißt es, Ziel oder dann sind. Und dann können sie eben den Baum absuchen, Tiefensuche oder Breitensuche realisieren. Wie gesagt, eben rückwärts rechnen, dass man vom Ziel, wie es bei der dynamischen Programmierung gemacht wird, in Zustand ausgeht. Ja, das ist also das Problem. Das kann sehr schnell explodieren, wenn man sehr viele Zwischenzustände hat. Denken Sie an die Routenplanung, A nach B fahren und sind meinetwegen 20 Zwischenknoten mit Straßenverzweigungen. Dann ist das also ein sehr verzweigter Baum, den Sie hier generieren. Ja, man hat hier den Aufwand, also exponentiell 2 hoch n. Und das kann dann also sehr schnell aus dem Ruder laufen. Man kann dann bei überschaubaren Zuständen einfach zufällig oder eine ganz simple, naive Suche anfangen, führt in manchen Dingen sogar zum Erfolg. Zwischenzustände können lokal aufgelöst werden und dann zu einer Gesamtlösung zusammengesetzt werden. Also Zwischenlösung ist, wenn Sie einen Stau haben unterwegs, also es verändert sich beim Fahren, bei der Routensuche, dass man dann eben eine entsprechende Alternativroute sucht, die zwar länger ist, also kilometermäßig, aber am Schluss doch Zeit spart, um sie ans Ziel zu bringen. Gut, und das ist dann immer die Frage, in welche Richtung suche ich jetzt in dem Baum oder im Graphen, in dem Sie suchen, wenn Sie an welcher der Zweige verspricht, also eine starke Weiterführung in Richtung des Ziels. Was ist noch zu sagen? Heuristiken kann man hier verwenden. Man kann pessimistische, optimistische Schätzer verwenden, dass man also intuitiv die Zielentfernung schätzt und dann sagt, welcher Operator liefert mir denn jetzt den größten Erfolg in der aktuellen Situation. Und auch Lernverfahren, Q-Funktionen kann man hier verwenden, die im Machine Learning bekannt sind, um die Suche zu optimieren. Gut, was haben wir hier noch? Also Heuristiken, die man anwenden kann. Das heißt also, man geht, macht einen Zugschritt, dann gleich den nächsten Zugschritt und hangelt sich sozusagen durch den Baum, wie das im Kredi-Algorithmus verwendet wird. Und dann muss man immer wieder überlegen, was gewinne ich jetzt, wenn ich eine gute Heuristik habe an Zeit, an Suchaufwand, an Geschwindigkeit, um Planung durchführen zu können. Das sind jetzt so typische Beispiele. Die Fahrt soll von hier nach hier gehen. Jetzt ist immer die Frage, evaluiere ich diese Strecke, evaluiere ich diese Strecke, diese. Das heißt, so hier müssen Sie theoretisch eine Berechnung machen bis zum nächsten Knoten. Hier müssen Sie eine Berechnung machen, also 3 Strecken, um zu dem Knoten zu kommen. Und hier würde man bei der Suche jetzt naiv gleich sagen, also diese Strecke bringt mich am schnellsten ans Ziel, ich habe den größten Zugewinn, ohne jetzt den Rest zu evaluieren. Das heißt, Sie machen also einen Schritt zum Zwischenziel, lassen erstmal diese Route und diese Route links liegen und gehen dann in der nächsten Suche weiter. Also wenn Sie hier einen optimistischen Schätzwert haben, dann können Sie also direkt hier eine sehr schnelle Ergebnissuche realisieren. Gut, dann wie gesagt, A-Stern, wenn man den ganzen Baum durchsucht, vollständig, findet man natürlich den kürzesten Weg, aber die Frage ist immer, wie lange dauert das, wie ist der Suchaufwand, kann das dann auch umgesetzt werden, während der Ausführung dann auch modifiziert werden. Gut, ist dann also immer so eine Rechnung, eine Kostenfunktion, die Sie dazu nehmen, Wegverkürzung zum Ziel, wo ist der Zugewinn oder Zeitgewinn und kann die Parameter dann entsprechend optimieren. Bei Autos ist nicht nur die Entfernung, da kommt der Straßenzustand dazu, ist ein Stau, ist starker Verkehr. Dann, wenn Sie energiegünstig planen, müssen Sie gucken, sind da viel Steigungen, ist es eine ebene Strecke, wenn Sie Elektroantrieb haben, das ist ein wichtiges Kriterium, dass Sie dann auch ohne zwischenzuladen ans Ziel kommen.
Faktor, die Gewichtung dann, was die Anwendbarkeitsbedingungen betrifft, eben an ihre Präferenzen anpassen. Wie gesagt, das ist bei Elektroautos wird das gemacht. Einen will man die Reichweite optimieren, beim anderen zeitgewinnend oder wie gesagt Energie sparen, dass man sagt, ich vermeide Strecken, bei denen viel beschleunigt und abgebremst werden muss. Das ist können Sie alles mit diesen Suchverfahren führen. Okay, das hatten wir hier nochmal die Route. Das haben Sie vorher schon in Ihrer Wissensbasis, dass dynamisch ist, wenn also Verkehrssituationen gekommen sind, das aktuelle Werte, die in die Wissensbasis reinkommen. Dann also hier anfangen, Planung anfangen. Das wäre jetzt so das naive Suchen, drei Möglichkeiten, die wir haben in der Verzweigung. Wir haben dann hier entsprechende Entfernungen, dann die Fahrten bringen. Hier nimmt man den kürzesten Weg. Das sind dann Verzweigungen in verschiedene Richtungen, die auch wieder gewichtet werden. So können Sie sich jetzt das Generieren des Suchbaumes vorstellen, wenn Sie eine A-Stern suchen. Das wird also expandiert und am Schluss haben Sie den Zielzustand, das Schaffen zwischendrin erreichen. Hier wird nochmal expandiert, dann haben Sie am Schluss Ziel erreicht. Hier und wählen dann in diesem Pfad bei der Baumsuche. Gut, das also zur Erläuterung, wie das gemacht wird. Jetzt haben wir hier die Frage, kommen eigentlich die Heuristiken her? Sind die jetzt intuitiv oder hat man hier eine Logik oder eine Systematik, die hier angewendet werden kann? Die Frage ist halt, welche Zustände, welche Anwendungsbedingungen sind da? Sie müssen die natürlich kennen. Macht Planen keinen Sinn, wenn die Vorbedingungen und die Anwendbarkeitsbedingungen nicht erfüllt ist. Und dann können Sie entweder einen Regelsatz formulieren, dann müssen Sie schauen, dass er widerspruchsfrei ist, dass er homogen formuliert ist. Kann man das rein regelbasiert machen? Oder man sucht einfach effektive Heuristiken, die jetzt die Bedingungen erfüllen und die Literale abprüfen und zum Zielzustand führen. Gut, es gibt jetzt verschiedene Verfahren noch, die wichtig sind. Hier haben wir jetzt ein anderes Planungsproblem. Also hier geht es nicht von A nach B, sondern es ist ein Planungsproblem, da soll was gestapelt werden oder ein Tisch gedeckt werden oder eine Montage durchgeführt werden. Und dann untersucht man eigentlich, in welcher Reihenfolge kann das denn passieren. Wenn Sie jetzt an den Tisch denken, da soll halt das, was Sie brauchen, gestapelt werden. Das sind die beteiligten Objekte. Hier hat man eine Relation, Tasse, Untertasse, die zu bedingen, zu erfüllen ist. Alles muss auf dem Tisch stehen. Und dann ist die Frage, in welcher Reihenfolge mache ich das jetzt? Wenn Sie einen Arm haben, zwei Arme haben, kann man das entsprechend parallelisieren. Gut, hier sind unabhängige Aufgaben. Diese Aufgabe ist abhängig. Sie hängt von der Vorerfüllung und Ausführung einer vorherigen Handlung ab. Das heißt also, hier müssen die Vorgänger und die Nachfolger bestimmt werden, um das Ziel entsprechend zu bestehen. Ja, dann kann man weitergehend, wenn Sie die Reihenfolge, den Präzedenzgraphen, also den Reihenfolgengraph dann erzeugen wollen, wenn also parallel Nebenläufigkeiten vorhanden sind im Plan, dann haben wir Aktionen, Ordnungsbestimmungen, also was muss zuerst gemacht werden, was sind meistens also Stabilitätsbedingungen, die hier überprüft werden müssen. Stabilitätsbedingungen heißt halt, wenn Sie was auf einem anderen Objekt abstellen wollen, muss das erstens vorhanden sein. Sie können in freistehender Luft irgendein Objekt positionieren. Dann Durchdringungsfreiheit, also wenn man geometrisch plant, sollten sich die Objekte nicht durchdringen und dann hat man Berührungsrelationen
als Stabilität, also wenn man stapelt, das können Sie auch instabil lang, dann fällt das runter. Und das ist eine ganze Reihe an Bedingungen. Dann also dynamische Größe, Oberflächenreibung, Geometrie mit einbeziehen können. Abhängigkeiten, dann offene Vorbedingungen, die erstmal erfüllt werden müssen, bevor Sie eine Aktion ausführen können. Also wenn Sie ein Objekt greifen und es liegt in einem Stapel von anderen Objekten, dann müssen Sie erstmal die anderen Objekte entfernen, um das Objekt greifen zu können. Das sind also offene Bedingungen, die dann erstmal erfüllt werden müssen durch eine Zwischenhandlung. Ja, was haben wir noch? Pseudoaktionen, die man verwenden kann, um die Ausdrücke zu vereinfachen. Dann eben Vor- und Endbedingungen. Dann eben der Plan. Hier haben wir dann eine Ordnung von Aktionen, Wirkungen, Zwischenzuständen, die widerspruchsfrei dann zu repräsentieren sind. Das ist also dann der Punkt, wenn Sie das gefunden haben, alle Vorbedingungen sind erfüllt, es sind keine Konflikte, Stabilität vorhanden, dann können Sie das planen. Ist also, kann, wenn Sie keine Makrooperatoren haben, kein Erfahrungswissen, kann das schon zu einer monströsen Planung führen. Also ein Motor, Elektromotor mit die Hauptteile des Motors, haben wir 12, da kommen Sie auf über 1 Million Variationen, was die Reihenfolge der Montage des Objekts betrifft. Wenn Sie ein IKEA-Möbelstück nehmen, das besteht, sagen wir, in der Regel aus 50 Teilen, das sind einige Ordnungsbedingungen, viele Parallele, und wenn Sie das durchdeklinieren, sind Sie auch im siebenstelligen Bereich, um Ziel zu kommen. Da ist es natürlich schwierig, das Optimale finden. Auch mit dem A-Stern-Algorithmus finden Sie das, aber Sie müssen halt alles durchkonjugieren, ja, deklinieren. Okay, dann was wäre hier noch? Vorbedingung, nach der kritische Punkt, was den Stadtzustand erreichen müssen, den wir eigentlich brauchen, bis das erfüllt ist. Jetzt eben darum, abhängige Aktionen zu finden, das entsprechende Ziel bringen. Gut, die Pläne, Handlungsfolgen werden in Bereichen heute eingesetzt. Angefangen hat es eigentlich bei Operations Research, dass man sagt, wie muss ein Produkt gefertigt werden, in welcher Reihenfolge, wer macht was, welche Vorbedingungen erfüllt. Dann erfüllt heute, benutzt man es eben in der Robotik und sagen wir auch für Alltagshandlungen, die zu modellieren und zu planen sind. Okay, dann haben wir hier Bedingungen, wann ist was anwendbar, wann kann eine Aktion angewandt werden, wie sind die Nebeneffekte der Aktion, was hier mit zu erfüllen ist. Ja, was haben wir noch? Sprich dann also so von Constraints. Vielleicht also Bedingungen, die zu erfüllen sind. Constraint Satisfaction Strategies in Neudeutsch, in Englisch. Und das muss man, je nachdem, nach Anwendungsgebiet erfüllen. Wir haben jetzt in der einfachsten, sind also Routenplanungsverfahren, dann kommen Montagehandlungen, dann aber komplexe Handlungen im Alltag, bei der viele Constraints, also Beschränkungen zu berücksichtigen sind. Also bei Robotern fängt das dann an, kann der Roboter das Objekt überhaupt greifen? Muss das geschoben werden? Muss das angehoben werden? Dann der Arbeitsraum, die Beschränkung des Konfigurationsraums, die Messbarkeit, die Beobachtbarkeit. Gut, dann hat man natürlich jetzt Makrooperatoren, die man trainiert, die dann, sagen wir, schon eine gewisse Komplexität als Operator erfüllen. Und wenn Sie das schon mal haben, kann man die also geschickt zusammensetzen. Strips hat das in einer erweiterten Version als sogenannte Dreiecksfunktion realisiert. Dreiecke heißt, dass man eben Pläne, Zustandsänderungen übereinander geschrieben hat. Also erste Handlung, zweite Handlung, dritte. Und dann eben die eines Makrooperators zusammengefasst hat. Bei den Makrooperatoren haben Sie natürlich nicht nur eine Bedingung, sondern wenn Sie 5 Handlungen
integrieren in einem Operator, müssen natürlich die Anwendungsbedingungen von den Unterhandlungen mit in die Gesamtbedingung einbeziehen. Also das ist auch wieder eine Einschränkung hierbei entsprechend. Ja, hier hatten wir noch ein Beispiel, das haben Sie im Skriptum. Das ist ganz trivial eigentlich. Da werden Sie sehen, was es hier für viele Variationen gibt. Also soll eine Handlung ausgeführt werden, der Zielzustand ist klar vorgegeben, beide Zustände erreichen. Und jetzt können Sie natürlich mal überlegen, welche Reihenfolge das macht. Fangen Sie am rechten Fuß an, fangen Sie am linken Fuß an. Sind die Vorbedingungen erfüllt, dass Sie das machen können? Und dann Frage, welche Aktion ist die erste, was ist der Vorrang und wie sieht der Plan aus? Okay, da kann man dann jetzt Ordnungsbedingungen an dem Beispiel nehmen. Sie können es zu Hause mal ausprobieren, was wir durchdekliniert haben. Und dann ist die Frage, was ist erfüllt, was ist offen, welche Aktion ist möglich und dann der Plan. Macht man einen initialen Plan, dann kann der Plan nochmal verfeinert werden, wenn er offene Bedingungen sind, die dann eben erfüllt werden. Dann können Sie in 2, 3 Durchläufen die optimale Reihenfolge finden. Wichtig sind diese Vorbedingungen. Reihenfolgen und der Rang, der hier durchzuführen. Okay, dann sehen Sie hier die Ordnungsbedingung, die Reihenfolge, die man hier zu befolgen hat, also 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben Abhängigkeiten, die formuliert werden, also Zwischenzustand und dann, wie gesagt, offene Bedingungen füllen sind. Dann haben wir hier noch verschiedene Varianten, die wir hier haben, also Stadtzustand, Zielzustand, welche Handlung wird ausgewählt, Stadtzustand, Zielzustand, so wie wir das vorher auch entsprechend gehandelt hatten. Das sieht zunächst mal trivial aus, aber Sie werden schauen, wie viele Möglichkeiten hier dann tatsächlich sind. Das sind jetzt die Relationen, die wir haben. Im Prinzip hat man hier eine Reihenfolge, dann können Sie eventuell hier schon den Sprung zum Zielzustand machen. Das heißt also, wo Sie anfangen, das wäre der Punkt, wo alle Zielbedingungen schon erfüllt sind, direkte Verbindung, dann eben rechts, links, im Prinzip auch parallel erfolgen können, wenn Sie das. Okay. Das sind die Möglichkeiten, die hier gefunden werden. Jetzt können Sie das noch ein bisschen komplizierter machen und kommen dann also auf eine relativ hohe Reihenfolge hier generieren können. Okay, das wäre jetzt ein Präzedenzgraph, Vorrangsgraph, der auch zur Planung benutzt werden kann. Es sind Nebenläufigkeiten zugelassen. Dann können Sie parallelisieren oder einfach die beste Sequenz mit aussuchen. Ja, dann Planungsgrafen, die wir hier haben. Das ist auch wieder eine Graphenmethode, die wir jetzt beschrieben haben. Also das wäre Präzedenzgrafen. Wir haben Baumstrukturen. Und durchlaufen Sie in den Fahnen, müssen Sie hier eine geeignete Häufung finden. Entsprechende Planung. Das hat man jetzt schon behandelt, also Bedingungen abprüfen und dann eben Constraints für die Handlungsfolgen durchführen. Gut, das müssen Sie vorher festlegen, also wie sieht das Instrumentarium aus, wie sehen Ihre Regeln aus, wie sehen die Algorithmen aus, die Planungsalgorithmen und dann eben, wie ist die Komplexität der Graphen, die Sie hierbei entsprechend erzeugen. Okay, gut, das sind Dinge, das möchte ich nicht mal holen. Das heißt also, es gibt dann also Objekte oder Handlungen oder Ausdrücke, die sich ausschließen, die komplementär sind. Dann unsere Aktionen sozusagen aufheben in dem Punkt,
Das heißt also, was ist komplementär, was ist invers, das müssen Sie bitte erklären. Und dann gibt es auch Effekte, die Vorbedingungen anderen Handlungen beeinflussen. Kann dann sein, dass es gar nicht, die Handlung gar nicht mehr möglich ist, wenn Vorbedingungen dann derart verändert werden. Gut, darauf ist zu achten. Und dann hier noch ein Beispiel, dass man diese Aktionen, auch die Querverbindungen, das Beeinflussen von Anwendbarkeitsbedingungen, das Aufheben mit rechtzeitig berücksichtigt. Gut, das ist hier auch noch ein Beispiel, das können Sie durchdeklinieren, was man hat. Das ist hier einfache Handlung, die hier durchgeführt wird. Dokumente zu ordnen, auszufüllen, zusammen zu heften und abzugeben. Das heißt, hier haben wir auch Vorbedingungen, Effekte, die jetzt bei den Aktien vorgegeben ist. Dann kann man auch Planungsgrafen jetzt in der Art Zustand, untersuchen, Abhängigkeiten noch schauen und dann hängt es davon ab, wo fangen Sie an. Bei der Planung fangen Sie erstmal hier von oben an, gehen hier nach unten und bekommen dann entsprechenden vermuteten, günstigsten Folge, die man hat. Also Name schreiben, Namenheften abgeben, brauchen. Also hier hat man jetzt nicht mehr den A-Stern-Algorithmus, der jetzt alle Variationen, die möglich sind, abprüft, sondern man geht hier von den Zwischenzuständen aus und sagt also, welche Relationen sind hier erfüllt, also die beiden zum Beispiel sind wichtig. Dann haben wir hier die beiden und das wird hier zusammen. Also auch eine Planungsmöglichkeit, dass man sich rein auf die Constraints, also auf die entsprechenden Vorbedingungen konzentriert. Gut, das war jetzt eine Planung, das waren logische Handlungen, also logische Planer, Zustand und die Aktion. Jetzt kommen natürlich Planungsverfahren in der realen Welt, bei der jetzt nicht nur die Aktion, sondern die Ausführung der Aktion zu berücksichtigen ist. Da haben wir jetzt hier eine ganz große Menge an geometrischen Planern. Es sind also Planer, bei denen jetzt dreidimensionale Repräsentation der Umwelt vorliegt, Hindernisse, Objekte, bewegte Objekte, Agenten, die zu berücksichtigen sind. Und da geht es jetzt darum, wie können Hindernisse repräsentiert werden, also stationäre Hindernisse, Begrenzungen des Raums, dynamische Hindernisse, Personen, Fahrzeuge. Das ist die Frage, wie können die dargestellt werden und wie sehen die Planungsmethoden aus. Also nochmals logische Planung, was wir bisher hatten, ist rein Anfangszustand, Zielzustand mit diskreten Zwischenzuständen, das ist relativ einfach. Mit Makrooperatoren kann man die abspeichern in der Wissensbasis und Lernverfahren verwenden, um die besten Makrooperatoren Aktionen über die Zeit zu gewinnen. Oder man hat jetzt die kontinuierliche Planung und das ist dann eben die Repräsentation der Welt. Auch hier wieder zunächst mal geometrisches Wissen, das manche absolut und global versuchen abzuspeichern. Es gibt dann aber auch umgekehrt Repräsentationen, wo nur das aktuelle Umfeld von Interesse ist. Wenn wir hier auf dem Tisch was machen, brauchen wir eigentlich nur einen lokalen Ausschnitt, nicht die Absolutkoordinaten. Da jetzt hier ein Koordinatensystem. Das heißt, also, man kann Geometrie und Semantik sehr gut vereinen, dass man also sagt, der Kontext ist jetzt Handlungen im lokalen Bereich, dann kann die Suche ganz stark reduziert werden, indem man dann also einfach ein lokales Fenster öffnet, anstelle von globalen Suchverfahren.
Gut, also wir brauchen ein Umweltmodell. Das muss jetzt alle Objekte enthalten, dann auch Merkmale, an denen man die Objekte erkennt. Das eine wäre die Form, das andere wäre der Ort. Kommt aber Textur dazu, dann kommen Eigenschaften dazu der Objekte, es kommt die Beleuchtung dazu, eventuell noch eine Vorschrift, wie man die Objekte messen und erkennen kann. Unter Umständen sogar gesprochene Informationen, die Objekte dann charakterisieren, oder sie suchen sich einen Text aus dem Internet, aus irgendeinem Buch, und den Text mit anbinden, dass sie dann das Objekt noch seiner Geschichte oder mit seinen Eigenschaften erweitert darstellen können. Gut, das ist also die Umwelt. In der Robotik haben wir zwei Repräsentationen. Das ist halt die Roboterkoordinaten, also Gelenke. Bei Menschen sind es vermutlich die Muskellängen, die gespeichert werden, also die Kräfte. Wir haben keine Koordinatentransformation, keine inkrementellen Weggeber, dass man die Gelenke lesen, sondern es sind immer Kräfte, die optimiert werden, und die Bewegungen sind halt zielorientiert. Gut, dann haben wir hier die Beziehungen, die wir charakterisieren, kinematische Ketten, dann Form und das, was ich bereits gesagt hatte. Um die Abstraktion dazu, wenn wir also über Karten reden, um planen zu können, müssen Sie halt Abstraktionen benutzen. Das sind dann entweder metrische Beschreibungen, das heißt also die Geometrie in Zentimeter, Millimeter, zwei- oder dreidimensional, oder begehbaren Wege kann man als Graph darstellen. Das heißt also, die Suche kann dann abstrakter Ebene durchgeführt werden. Oder Sie machen es dann wie bei Strips am Anfang, dass man auch noch logische Zustände der Umwelt mit modelliert. Also Objekte, Relationen, die Umgebung. Und dann können Sie hier, das ist jetzt also noch nicht erschöpft, wir haben also die Geometrie, einsichtig, wir haben die Topologie, im größeren Kontext, Graph zum Beispiel, die Semantik. Semantik beschreibt die Objekte und die Eigenschaften und die Relationen. Und dann kann man halt die Geometrie auf die Objekte und auf die Orientierung erweitern. Relationen konstant oder auch dynamisch sind, wenn die Objekte sich bewegen, kommt also die Zeitbeziehung noch dazu und die Kräfte. Und dann alle Informationen, die nützlich sind. Das wären also so Repräsentationen, die wir haben. Dann reicht mir eine Karte, dreidimensional, das viele Planungsaufgaben hinreichen. Dann kann man die Objekte erweitern. Wir sprechen von 2,5D. Das heißt, also, wir haben eine Ebene und tun einfach eine Z-Achse hinzufügen, ohne was über die Form, sondern nur über die Grundfläche, die Sie angeben. Dann haben wir eine 3D, wäre dann also die Szene, und wenn Sie die Zeit dazufügen, haben Sie halt die Situation aufzulösen ist. Okay, also hier die Technik, wenn Sie ein Objekt haben, das kann dann auf eine Grundfläche projiziert werden, haben Sie halt die Grundfläche. Für viele Aufgaben reicht das. Dann haben wir hier das Sweeping, also das Erweitern von 2D eben auf 2,5. Dann, wie gesagt, reale Objekte. Gut, dann wird das gebrauchtes Modell, das nimmt man dann, wenn sich nichts ändert in der Umwelt, wenn also kein Umbau, keine Veränderung durchgeführt wird und wenn Sie keine Höhenbeschränkungen haben. Sehr niedrige Türen haben und wollen da durch. Es ist wissenswert, dass die Höhe begrenzt ist. Brauchen Sie halt 2,5D in dem. Ja, dann Veränderungen ist ein sehr kritischer Punkt in der Weltmodell. Theoretisch müssten Sie dann alle 100 Millisekunden Update machen, was sich geändert hat. Zustandsänderungen, Ortsänderungen, Interaktionen, die hier stattfinden. Und dann halt die Relationen, von denen wir bisher. Ja, und dann gibt es natürlich im Umweltmodell auch unbekannte Bereiche, die man durchaus als solche markieren kann. Und hier ist in
der Regel dann ein Messvorgang, eine Exploration, das Generieren halt von lokalen Daten, Informationen gefordert. Das ist so mitunter der kritischste Punkt, diese Weltmodellierung und die Aktualisierung des Weltmodells, dass man also auch Situationen beschreiben kann. Und dann eben immer der Fokus, wenn Sie Handlungen betrachten, dass Sie den richtigen Ausschnitt des Weltmodells absuchen und nicht das ganze, die ganze Szene abscannen. Eine Person verfolgt, die irgendwas macht, dann hat man halt eben den Tracker und dann haben Sie aber nicht das Gesamtweltmodell aktiv, sondern meistens so einen Schlauch vorne dran, Schlauch hinten dran, um die Interpretation durchführen zu können. Okay, dann Hindernisse, das hatten wir schon, des Strips, im Kontext von Shaky, die hatten Türen und Wände. Also da war eben die Bedingung, wenn Sie von A nach B wollen zum Kühlschrank, muss die Tür offen sein, wenn sie nicht offen ist, muss man sie öffnen, um an die Objekte zu kommen. Das heißt also, hier war schon eine gewisse Variabilität vorhanden. Dann 3D-Darstellung ist zur Orientierung notwendig, aber auch um Relationen zwischen Objekten zu berechnen, Textur und Texte. Und dann die Frage, wann reicht mir eine Projektion und man hier sicher. Ja. Das sind so Modelle, die üblich sind. Heute sind Punktwolken weit verbreitet. Das heißt also, sie scannen die Umgebung ein, wollen Dreiecksnetze mit Orientierung, sprich also, dass man einen normalen Vektor berechnet auf der Oberfläche. Sie können Glättungen durchführen und auf diesen Repräsentationen auch Suchoperationen ausführen. Das heißt also, dass sie eine Bahn berechnen, integrieren können und dann auch mehr Strategien Anwendung bringen. Gut, das sind, sagen wir so, die üblichen Modelle. Wie gesagt, Oberflächenmodelle werden also eben Punktwolkenscans sind durch, dadurch, dass sie eben Dreiecksnetze haben, können sie gut parallelisieren und mit einer GPU sehr schnell, sagen wir, mehrere Millionen Dreiecke pro Sekunde auswerten. Also das sind dann schnelle Planungsverfahren, die wirklich sind. Das ist jetzt mehr so ein Blick in die Vergangenheit, wenn man die Umwelt modelliert hat. Das sind also Kanten von Objekten, die Kantenmodelle. Das heißt, man kann Schnitt zwischen Kanten beschreiben, man kann Ecken beschreiben. Aber es wird schon schwierig, Flächen hier abzuleiten. Also wenn Sie das hier sehen, schon sehr übt sein oder sich in die Szene reinzoomen. Was man dann machen kann, ist aus diesen Objekten erkannten Modellen Flächenmodelle abzuleiten. Das heißt, sie suchen dann immer Polygonzüge, geschlossene Polygonzüge als Teilflächen, können sie Schnittbetrachtungen machen, normalen Vektoren berechnen. Und das visualisieren wollen, macht man dann auch Algorithmen, bei denen man erdeckte Flächen mit einem Surface Detection macht und bei der Visualisierung halt verdeckte Flächen ausblendet, Datenwurf dazu machen, Raytracer anwerfen, um Lichtbeugungen und Oberflächeneffekte, Texturen darstellen. Für die Planer heißt es hier, bei solchen Strukturen können Sie eigentlich nur immer bezogen auf Kanten Berechnungen machen, also entlang der Kante. Wenn Sie Flächen auf Flächen sich bewegen wollen, muss man halt Polygonzüge suchen. Und es ist nicht immer gesagt, dass sie planar sind. Bei Freiformflächen sind die beliebig gekrümmt. Und da sind halt Dreiecke beste Lösung. Okay, also Objektoberflächen bei den Kanten und Polygone verwenden. Vierecksnetze, Dreiecksnetze und dann eben approximieren, Splines berechnen. Und die Oberflächen dann also wirklich konvex oder konkav. Konkave Strukturen und konvexe Strukturen entsprechend approximieren. Das sind Polynome dann dritter Ordnung, die hier verwendet werden.
um die Approximation durchführen zu können. Also Bézier, das wäre dritter Ordnung, es gibt dann aber auch Bernstein-Polynome, vierter, fünfter Ordnung, die hier verwendet werden, diese Freiformflächen generieren können. Dann Volumenmodelle, die sind sehr angenehm, weil wenn Sie Volumen haben, können Sie analytisch vorgehen und dann algebraische Lösungen, Abstandsberechnungen, Schnitt, Durchschnitt, Ververeinigung berechnen, brauchen dann aber bei den Volumen die entsprechende Beschreibung. Also Volumen kann man mit einer Superquadrik, also mit einem Polynom beschreiben. Und normalerweise gibt man bei den Objekten Stützpunkte vor, sagen wir 10, und dann müssen halt ein Polynom finden, das diese Volumen approximiert. Kugel wäre hier ein einfacher Fall, ein Rotations-Ellipsoid, Paraboloid Würfel ist sehr schwer zu approximieren, das geht auch, aber Sie haben dann immer an den Ecken, weil es Polynome sind, Rundungen. Gut. Also Grundkörper, die man dann in die Zellen zerlegen kann. Man kann die Volumen approximieren durch Würfel, durch Kugeln als Beispiel. Man kann Quader verwenden. Es geht aber nur um Rechenzeit zu sparen, geht auf Kosten der vollständigen Lösung. Wenn man eine Umwelt approximiert, verlieren Sie eigentlich Lösungen bei Bahnplanungsproblemen. Und nur alle Lösungen haben, wenn Sie es wirklich exakt nachbilden. Und in vielen Fällen ist es nicht notwendig, aber sollte an der Stelle geschrieben werden. Ja, dann haben wir hier einen Volumenkörper, den können Sie halt zerlegen, beispielsweise hier in Oberflächenelemente. Das heißt also, man kann ja ein Flächenmodell definieren, man könnte aber genauso auch das hier aus Ader, Zylinder, Kegelschnitt setzen. Also hier die haben wir hier noch CGS, Constructed Solid Geometry, wird bei CAD-Systemen oft verwendet, dass man Körper aus Grundelementen zusammensetzt. Wenn Sie ein Gewinde konstruieren, eine mechanische Struktur konstruieren, nimmt man einfach Grundelemente, setzt sie zusammen. Das ist nicht nur das Volumen, Sie können dann die Masse berechnen, Sie können den Schwerpunkt berechnen, Sie können Kräfte berechnen, Momente, die hierbei auftreten. Also es hat schon Vorteile. Bei der Constructed Solid haben Sie die Schwerpunkte, also den Masseschwerpunkt. Da scheiden zwischen geometrischem Schwerpunkt, Mittelpunkt und dem Masseschwerpunkt. Da ist auch die Masseverteilung zu berücksichtigen. Kann man halt mit CSG gut machen. Und wenn Sie Dynamik brauchen, ist das eine gut geeignete Methode. Ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn das immer noch nicht reicht, dass Sie das Volumen mit finiten Elementen approximieren. Das heißt also, Sie haben Unterelemente, die deformierbar sind. Doppelbedingungen, Sie können also die Objekte verbiegen, deformieren. Das braucht man dann, wenn man weiche Strukturen beschreibt. Also in der Medizin ist das halt sehr weit verbreitet. Wenn Sie die Leber oder ein Organ beschreiben, dann ist das in der Regel deformierbar. Und beim Handhaben, bei den Eingriffen ist das gut. Oder Sie machen irgendwie Textilien und müssen die berechnen und handhaben, dann die Lehrmethode. Ja, was haben wir noch? Karten, Umgebungskarten. Hier geht es also, wo kann man fahren? Also, wo sind Straßen, wo sind Hindernisse, wo sind Wege, die begehbar sind? Wir haben Freiraum und den Hindernisraum. Hindernisraum ist, wie gesagt, eben führt zu Kollisionen, zu Durchdringungen, zu nicht gewünschten Effekten. Und der Freiraum eben zu finden. Macht man oft in der Raumfahrt. Also wenn Sie auf dem Mond ein Fahrzeug landen wollen, müssen Sie erstmal eine Karte machen, gucken, was ist befahrbar, bevor Sie ein Fahrzeug auf den Mond bringen, auf dem Mars, der ist gut kartografiert inzwischen. Wer Mars-Rover landet, muss dieses Umweltmodell vorher haben, um dann eben Lokomotion zu planen. Der Erde ist das natürlich auch wichtig. Okay.
Wenn Sie das haben, Hindernisraum und Freiraum, kann der abstrahiert werden. Und wenn Sie den Freiraum mal abstrahiert haben, können Sie wieder Graphensuchmethode verwenden, also das, was wir vorher beschrieben haben, in Ihrer Umgebungsplanung machen. Macht man auch bei Autos. Wenn Sie A nach B fahren, sagen wir von hier nach München, dann planen Sie erstmal die Route, das ist die Graphensuche. Aber während der Fahrt nutzt Ihnen das wenig, weil Sie einfach immer 50 Meter voraus und 50 Meter nach hinten schauen müssen, um dann kollisionsfrei auf der Spur in vorgeschriebenem Abstand mit definierter Längs- und Querbeschleunigung des Fahrzeugs bleiben können. Okay, also Freiraum, Hindernisraum, dann können im Freiraum Bewegungen geplant werden, ganz freie Bewegungen. Bewegungen mit Einschränkungen, also auf einer Oberfläche oder wenn Sie eine Bahnplanung Wasser machen, bewegt sich das Fahrzeug entweder an der Oberfläche oder es kann tauchen. Oder wenn Sie für eine Drohne eine Bewegungsplanung machen, haben Sie natürlich drei Freiheitsgrade plus die Orientierung. Das ist eine sehr anspruchsvolle. Und bei den Drohnen planen Sie ja auch Start und Ziel. Und dann müssen Sie aber den Parcours automatisch fliegen. Gibt es übrigens Wettbewerbe in der Schweiz, glaube ich, im nächsten Jahr. Ersten großen Wettbewerb, wo vollautonom, dreidimensionaler Parcours mit Löchern, mit, wie heißt das, mit Booten durchflogen werden müssen, und zwar mit High Speed. Und dann werden eben die Algorithmen tatsächlich probt und aber auch gleich ausgeführt. Gut. Dann ist die Frage, muss ich Beobachtungen durchführen, um eben diesen Freiraum zu berechnen? Das ist also bei allen Anwendungen der Fall, Menschen der Fall. Wir müssen ständig schauen, bewegt man sich in Kollisionen, kritische Kollisionen, trotzdem passiert. Ja, dann nochmal die Frage, 2D, 3D oder geht man in den Gelenkwinkelraum? Bei Robotern geht man gerne in den Gelenkwinkelraum. Der hat also 6 Koordinaten, 7 Gelenkwinkel. Man ist also im 7-dimensionalen Raum. Da kann man vorher schon sehr viele kritische Bereiche berechnen und die Bewegungen sozusagen auf Gelenkebene ausführen. Beim Menschen ist das auch jetzt über das Muskelsystem, aber wir haben keine Koordinatentransformation. Repräsentation, die also Muskelkräfte, Dehnungen beinhaltet und wahrscheinlich auch noch semantische. Okay, 2 Planungsräume, Konfigurationsraum in Gelenkkoordinaten. Bei Menschen wären das unter Umständen dann knapp 100 Dimensionen. Da sehen Sie schon, dass hier die Algorithmik am Ende angekommen ist. Also im 100-dimensionalen Raum Planung zu machen, macht keinen Sinn. Man kann dann Unterräume nehmen, wenn Sie, sagen wir, so einen Humanoiden betrachten. Torus, die Beine, die Arme, die Hände trennen und das Band planen. Oder wie gesagt, man nimmt eine neuronale Repräsentation. Ja, Gelenkwinkelraum, kartesischer Raum, den wir hier haben. Und jetzt die Frage, wie repräsentiert man Freiräume und wie repräsentiert man Gelenkräume? Das sind jetzt nur Vorschläge, die wir hier in der Vorlesung behandeln, sind eben Repräsentationen, bei der Sie dann geeignete Algorithmen anwenden. Also Polygonzerlegung des Raums. Das heißt, Polygone nimmt man in der Regel im zweidimensionalen Raum, im einfachsten Fall in Vierecke zerlegen, in Sechsecke, dann haben Sie Bienenwaben, und der Plan oder beliebige Polynome, Dreiecke, dann dreidimensional, also man kann dann äquidistantes Raster nehmen, das ist dann praktisch eine Art Millimeter Papier, da ist halt ein, also so eine Pixel-Map, das haben Sie auf jedem PC, wo Sie dann also dahinter eintragen, die entsprechenden Pixelbereiche einfach zu generieren. Dann die Viererbäume. Hier wird der Raum approximiert
große freie Bereiche, enge kleine Bereiche approximieren kann. Dreidimensionalen gibt es dann auch Kuben, Kugeln oder eben Oak-Trees, Achterbäume, bei denen der Raum dann auch Würfel verteilt wird, unterschiedlicher Größe, der die Suche möglich ist. Dann Voronoi-Diagramme, das sind auch geometrische Darstellungen von stabilen Orten, maximalen Abstand zwischen Hindernissen, keine konkrete Karte, sondern nur noch Distanzlinien. Das ist wiederum ein Graph und auf dem Graph können Sie, ich zeige es Ihnen nachher, können Sie die Planung auch durchführen, wenn Sie die mal gefunden haben. Und das hier ist so eine elegante Methode, Potenzialfeld, eigentlich Abstandsfunktion, dann de facto als Potenzial darstellt. Das heißt, eine Abstandsfunktion, eine Funktion, die beschreibt, inwieweit bin ich noch vom Hindernis entfernt. Sie kommen an das Hindernis näher, dann wird man Abstoßpotenzial beschreiben, dass die Kollision nicht zustande kommt. Und der Ort maximalen Abstandes, das ist dann im dreidimensionalen meistens ein Minimum. Ich zeige Ihnen nachher, wie das aussieht. Potenzialfeldmethode ist eine kontinuierliche Beschreibung der Umwelt. Sie können dort sehr schöne Suchoperationen realisieren, also ein Gradientenabstiegsverfahren zwischen Hindernissen. Da müssen Sie immer einen maximalen Abstand haben. Das sind dann meistens die Minima, dreidimensionalen Räumen. Die Zugfunktion, also viele Drohnen, automatisch fliegende Drohnen, nutzen diese Potenzialfeldmethode, können sie gar nicht so schnell durch ein Parcours fliegen. Also hier wird immer Abstand zum Hindernis maximiert, um eben kollisionsfrei durch die Felder zu kommen. Es gibt dann also Potenziale für Kollisionen vermeiden, dann gibt es aber Potenziale, die zum Ziel führen. Können Sie das wie bei elektrisch geladenen Teilchen vorstellen? Bei gleich geladenen elektrischen Teilen stoßen sich ab und wenn Sie unterschiedliche Potenziale haben, ziehen die sich an. Zielfunktion würde dann so aussehen, dass das Ziel negatives Potenzial ist, dass die Drohne oder der Roboter ist positiv und dann fliegt das sozusagen direkt ins Ziel. Und wenn Sie Hindernisse haben, die werden dann positiv aufgeladen, die drücken dann die Drohne sozusagen um die Hindernisse. Wenn Sie halt mal ein bisschen im Internet schauen, ist schon erstaunlich, also was da an Flugmanöver heute mit Potenzialfeldern möglich ist. Und natürlich die Frage, Sie müssen das Potenzialfeld erstmal haben. Also das Abstandsfeld muss berechnet werden. Da gibt es verschiedene Sensoren, die das also verwenden kann. Gut, dann Freiraum und Hindernisraum, das sind die wichtigsten Unterscheidungen. Dann die Grenzflächen, wenn man jetzt auf einer Oberfläche Bewegungen berechnet, ist das Grenze zwischen Frei- und Hindernisraum. Dann ist die Frage, wie sind diese Dinge, welcher Repräsentation liegen die vor? Und dann kann man natürlich sagen, Hindernisraum modelliert und der Freiraum, eben der Gesamtbewegungsraum minus dem Hindernisraum, dann haben Sie eigentlich einen Freiraum, der hier gezogen werden kann. Gut, das sind jetzt ein paar Beispiele. Hindernisse ist eine gutartige Umwelt, die können Sie durch Polygone approximieren. Der Roboter ist jetzt das Hindernis oder das Fahrzeug ist jetzt hier als Kreis modelliert, also Mittelpunkt und Radius. Jetzt ist die Frage, wie komme ich von da nach da, also vom Start zum Ziel? Es gibt jetzt wirklich eine ganze Reihe an Planungsmethoden. Nehmen entweder einen willkürlichen Vektor und schauen, führt der näher zum Ziel oder führt der Vektor zu einer Kollision? Wenn zur Kollision wenn es zur Kollision führt,
dann ist also eine Richtungsänderung notwendig. Wir können aber auch den Roboter aufblasen, bis er irgendwo anstößt. Haben Sie den Radius, können dann also schauen, ist eine Folgebewegung möglich und dann sozusagen können genauso das Voronoi-Diagramm erzeugen, das machen Sie vorher, also wo ist der Ort maximalen Abstandes zwischen den Hindernissen, dann haben Sie einen Graph, also Knotenkanten und können dann eben hier mit einer entsprechenden Graphensuche den Weg finden. Sie können das noch einfacher machen, indem Sie den Roboter auf einen Punkt schrumpfen, auch den Radius, vergrößern die Hindernisse um den Radius, dann schrumpft der Roboter auf einen Punkt. Dann können Sie also ganz, ganz einfachen algorithmischen Verfahren das entsprechend rechnen. Gut, das war jetzt also der Konfigurationsraum. Dann haben wir hier jetzt diese Szene. Der Roboter ist geschrumpft um den Radius. Das heißt, Sie vergrößern die Hindernisse um den Radius. Sie brauchen dann eigentlich nur noch den Punkt, also die Bahn betrachten, um Kollisionen auszuschließen. Also eine ganz einfache geometrische Operation. Dann nehmen Sie halt, wie gesagt, ein Voronoi-Diagramm oder Potentialfeld oder um Route zu finden, die kollisionsfrei ist. Okay, das hatten wir jetzt schon. Ein Verfahren, das einfach ist, ist jetzt ein Hindernisraum, wie er hier ist, derart zu modellieren, dass Sie einfach eine senkrechte Linie durchschieben und immer wenn die Linie eine Ecke berührt, wird senkrechte gezogen. Nennt sich Line Sweep-Verfahren. Hier haben Sie die erste Kante, hier haben Sie die zweite, hier haben Sie die dritte. Dann gibt es Kanten innerhalb des Körpers, die man dann mit unterscheiden können. Der Repräsentation, also man bekommt hier sukzessive Vierecken und diese Vierecken haben entweder Übergänge, sind also frei oder es ist ein Hindernis dazwischen. Und dann ist die Graphensuche eben, wenn Sie den Startpunkt kennen, den Zielpunkt, gucken Sie, ist eine Nachbarschaftsbeziehung vorhanden? Ja, und dann das nächste Feld, Ziel sind. Also eine ganz simple Suche. Wenn Ihnen das nicht reicht, machen Sie noch Horizontallinien, kriegen Sie kleinere Felder mehr, können dann die Suche durchführen. Also das wäre eine Variante, die man nehmen kann. Jetzt mögliche Verbindungen, die sind jetzt auf die Mittelpunkte der Flächen bezogen, sind hier dargestellt. Hier ist das Ziel. Hier haben wir eine Verbindung. Hätte man hier eine alternative Verbindung, jeweils immer zum Mittelpunkt der benachbarten geführt. Dann gibt es hier einen Übergang, wie wir haben, Nachbarfeld, Punkt, der zum Nachbarfeld. Kann dann eigentlich hier sehr schnell und sehr einfach algorithmisch Bindungswege berechnen, dann kommt die Gewichtung dazu und dann entscheiden Sie, welche Strecke hier tatsächlich. Das ist ein Algorithmus, den Sie hier verwenden können. Die Frage, wie zerlegt man eigentlich die Felder am geschicktesten? Wir haben halt Vierecke, aber nicht regelmäßige Vierecke. Man ist sehr lang gezogen, dann sind es kleine Vierecke. Wenn Sie Pech haben, kriegen Sie auch noch ein Dreieck dazu. Und wenn Sie Vierecke und Dreiecke in einem Algorithmus entwickeln, müssen Sie einfach die irregulären Formen, Formelemente. Okay, dann der Weg in dem Fall in die Mitte der Polygone und dann eben die Nachbarschaftsbeziehung gesucht werden. Ja, dann gibt es noch Sichtgraphen. Hier sucht man eigentlich immer den kürzesten Weg. Jetzt haben wir keine Polygone mehr, sondern hier lassen Sie einfach einen Strahl von dem Startpunkt laufen. Immer wenn Sie einen Schnittpunkt haben, also eine Ecke, wird hier als Visibility-Graph beschrieben. Das heißt also, die nächste Ecke, die Sie sehen, ist ein Kandidat für die Bewegung. Das heißt, wir haben hier schon Startbedingungen,
geht immer zu Ecken an der Wand. Und dann machen Sie hier das Gleiche. Das heißt, von diesem Punkt wird auch wiederum ein Sichtbarkeitsalgorithmus an diesen Strahl. Also von jeder Ecke gucken Sie, welche weitere Ecke ist sichtbar. Dann wird es indiziert, Graph generiert und dann finden Sie also auch durch den Parcours durch. Nachteil ist, hier fahren Sie an der Wand lang. Hier fahren Sie an der Wand lang, wenn Sie hier manchmal kritisch, das sind Voronoi Diagramme günstiger, was noch mit maximalem Abstand. Das ist algorithmisch simpel. Polygonale Welt haben, und Sie das Polyeder haben, das im zwei- und im dreidimensionalen realisieren. Okay? Das heißt also, hier guckt man, wo sind die Knoten, wie sind die Kanten, die werden gewichtet, dann haben Sie wieder die Graphensuche vom Start zum Ziel und gehen dann in den Stern-Algorithmus lösen. Oder Sie gehen von also invers berechnen. Was tut ein Sichtgraphen? Auch eine Alternative, einfach ein Gitter auf die Umwelt legen, Millimeterpapier, tragen die Hindernisse ein. Und können dann zweidimensionale Strukturen eben durch diese Rasterung durchführen. Die kann äquidistant sein, weiß ist oder eine Null, dann aber, wenn Sie eine Eins eintragen, Hindernis. Suche machen ist immer, suchen Sie die Nachbarn, rechts, links, oben, unten, frei oder nicht frei, und dann kann man sich hier durchhandeln. Angeln. Wir können genauso Polarkoordinaten nehmen, auch erlaubt, hängt immer vom Parcours ab, reden. Oder Sie machen hier so ein hierarchisches Gitter, Vorgehensweise folgendermaßen, dass Sie das erstmal in vier Teile schneiden. Da ist nichts drin, da ist nichts drin, bei uns also keine Verfeinerung durchzuführen. Es sind Hindernisse drin, das wird nochmal in vier Teile unterteilt. Die sind frei und hier sind Hindernisse, das heißt, hier macht man nochmal eine Unterteilung und das sind dann nichts anderes als Viererbäume. Das heißt also, jeder Knoten kann in vier, jede Kachel kann in vier Unterkacheln zerlegt werden, das heißt, in jedem Knoten Nachbarn. Ganz simpel, das führt zu Viererbäumen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, beliebige Gitterstrukturen zu nehmen. Hier zum Beispiel Dreiecke. Statt Vierecke machen Sie halt Dreiecke. Dann können Sie genauso eine Wegsuche machen, welches Dreieck ist mit welchem verbunden, welches ist frei. Suchfunktion. Gibt es also noch viele andere Möglichkeiten, die hier verwendet werden. Sichtgraph hatten wir schon behandelt. Dann spielt bei diesen Betrachtungen natürlich auch die große Rolle, rupfen Sie alles auf den Punkt. Wenn man jetzt einen Menschen auf den Punkt rupft, algorithmisch, heißt das, wir haben maximalen Durchmesser und neben vergrößern die Objekte um den Radius, dann haben Sie den Mensch eigentlich geschrumpft, aber dann man nur eine Teilmenge von lösen. Das ist der Algorithmus sein. So, Matrice ist diese Aufteilung Raum in Kacheln unterteilen, aber nicht äquidistant, sondern eben schauen, kann ich das durch diese Unterteilung in vier Subkacheln reduzieren. Und dreidimensionalen gibt es sogenannte Achterbäume, Bäume in der Richtung, dass sie einen Würfel haben. Den Würfel kann man in acht Unterwürfel zerlegen. In der Mitte einen Schnitt, senkrechten Schnitt, waagrechten, dann kriegen Sie eben acht Würfel. Das heißt, Sie haben einen Knoten mit acht Nachfolgern, können das dann sukzessive. Okay.
Das sind also die Octrees, kommt nachher noch ein Beispiel ganz kurz. Die Suche bei all den Verfahren geht immer darum, eine Graphenrepräsentation zu finden und daneben einen Algorithmus, der sich durch diese Graphenstruktur dann durcharbeitet zum Ziel und die Anwendungsbedingungen. Da hier haben wir so einen Viererbaum, das sind die Hindernisse. Fängt an mit dem kompletten Raum, der wird dann hier in vier Unterräume verlegt. Wichtig ist, dass Sie den Zählsinn dann auch noch festlegen. Fangen Sie hier unten rechts an, links. Wählen dann durch den Raum entgegen dem Uhrzeigersinn oder umgekehrt. Das heißt, die Indizierung müssen Sie vorher festlegen, sonst können Sie programmieren. Okay, die Knotenreihenfolge unten links, rechts, oben links, oben rechts, oben links. Ja, das sind die Indizes. Jetzt kann man hier zum Beispiel schauen, bei diesem Knoten. Er hat jetzt zwei leere Knoten, die sind jetzt weiß dargestellt. Das ist der und der. Daneben die Unterteilung, diese beiden grau gefärbten. Jetzt können Sie hier in diesem grau gefärbten Unterteil wiederum einen Durchlauf machen. Also das ist belegt, das ist frei, das ist belegt, das ist belegt. Sie können dann sozusagen durch die Belegung der Knoten diese Baumsuche. Also Viererbäume, die wir haben, dann lassen sich hier Wege, das ist das Grün, was man hier also schlecht sieht, eine Wegeplanung zum Ziel durchführen. Das heißt also, hier haben Sie die Möglichkeit, entweder rechts Bewegung zu machen oder links. Hier geht es weiter nach oben. Oben, Weg hier zum Ziel, oder Sie gehen nach rechts, haben jetzt Nachbarflächen, die ist frei, also haben Sie auf drei Wege, sich dann so sukzessive durch die Kachelwelt mit einfachen Suchoperatoren. A-Stern würde ich hier haben, welcher Schritt bringt mir maximal zum Ziel, also vom Abstand her, Vorgehensweise. Das sind Viererbäume, die gerne benutzt werden. Frage, wie viel braucht man? Das ist jetzt ein Beispiel von einem Voronoi-Diagramm, also der Ort maximalen Abstands zwischen Objekten. Das ist hier relativ einfach, das sind Polygone. Die man hier, das kann man approximieren durch die Mittelgerade jetzt zwischen diesen Polygonen. Bei Freiformflächen müssen Sie tatsächlich jeden Abstand neu berechnen oder Sie machen so eine Art Abstandsfunktion, lassen also hier Potenziale größer, sagen wir mal, die Hindernisse. Dann können Sie mit einer Abstandsfunktion das Ganze schon auch als Potenzialfeld definieren. Hier geht es jetzt nur darum, wenn Sie hier ein Ziel, einen Start haben und da oben ein Ziel, ist das Voronoi-Diagramm erreichbar. Beim Startpunkt aus ist das Voronoi-Diagramm, kann das den Zielpunkt erreichen. Dann haben Sie wieder eine Graphensuche, die Ihnen die Route festlegt. Okay, das zu den Voronoi-Diagrammen, also bei Polygonzügen sind das dann Geraden, die man hat. Hier haben wir einen Punkt, das führt also hier zu diesen Parabeln. Hier dann schon in höherer Ordnung für Voronoi-Diagramm achten. Okay, das zu der Darstellung Potentialfeldmethode, die ist mit dem Voronoi-Diagramm eigentlich verwandt. Voronoi-Diagramm zeigt den Ort maximalen Abstandes und eine Abstandsfunktion kontinuierlich. Also, wenn wir das Objekt haben, dann ist es eine Funktion, die steigt an. Das heißt, der Abstand geht gegen Null. Dann kann man als Potentialfeld den Abstand invers berechnen, also 1 durch x, und bekommt dann eigentlich sehr hohe Los- und Potentialfunktionen. Man hier verwendet, das ist hier dargestellt, wir haben also einen Parcours, hier ist ein Hindernis, da sind Hindernisse an den Wänden und das sind dann so typische
Abstandsfunktionen. Das hier ist jetzt eine Zielfunktion, also da ist das Ziel. Was man jetzt hier macht, ist also von dem Punkt aus Abstandsfunktionen zu berechnen. Das steigt dann also an. Wir können dann irgendwo da oben anfangen in dem Parcours und mit dem Gradientenabstiegsverfahren neuronales Netz nehmen oder sie differenzieren lokal. Jedem Punkt das Ziel kommen. Das ist der Vorteil von den Potenzialen, das ist die Anzugsfunktion. Hier haben wir die Hindernisse, also Abstoßfunktionen. Die Suchfunktion würde sie immer in dem Kreis rumführen. Die Planeten haben so viel Energie, dass sie das Potenzial überwinden können. Dann legt man beide zusammen. Das heißt also Hindernis plus Anziehungspotenzial. Das ist eine Superposition, was Sie hier sehen, zwischen den Anziehungsfeldern und den Anzugsfeldern. Bekommen Sie also eine Funktion dieser Art. Das heißt, Sie können auch hier jedem Punkt aus sagen, das Ziel geraten. Hier, wo das Hindernis ist, würde der Gradientenabstieg links und rechts den Weg vorbeisuchen. Das ist einfach zu implementieren. Wir brauchen natürlich diese Abstandsfunktion. Okay, das, deswegen wird bei Drohnen werden oft Oberflächen, also die Oberflächen, Potentialfunktionen berechnet und dann haben die halt immer ihre Zielfunktion. Es wird eine Schablone übereinander gelegt und dann sind halt eben diese Zielflüge möglich. Gut, schwierig ist halt, wie bekomme ich die Abstandsfunktion, wie komme ich zu den Borromäus-Diagrammen und dann kann man also mit Algorithmen wie wählen, die man über die Potentialfelder legt, oder einfach Gradientenabstiegsverfahren geeigneten finden. Gut, das war jetzt so ein kleiner Diskurs. Sie können natürlich auch Bewegungsfelder ganz anders modellieren. Der Start ist so eine Quelle und das Ziel ist eine Senke. Sie lassen also Flüssigkeit sozusagen strömen vom Start zum Ziel. Da brauchen Sie also die Flüssigkeitsdynamik, dann kriegen Sie noch die Reibung dazu und auch den Wirbel, lokale Wirbel. Und das sind also auch Bahnverfahren, die etwas besser als die Potentialfeldmethode ist, weil sie lokale Gegebenheiten mit recht berücksichtigt. Es werden also Strömungsfelder, Potentialfelder und naja, man kann dann auch noch Duftstoffe nehmen, wie das also bei Insekten, bei den Bienen verwendet wird. Das sind dann also entsprechende Geruchsmarken und Geruchsfelder, die man natürlich auch zur Bahnplanung nutzen kann. Also da gibt es noch viele Planungsmethoden, die man sich von der Natur aus anschauen kann. Okay, das wäre es für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, eine gute Woche.